Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing. Und zwar, wie ihr im Titel ja schon erkennen konntet, habe ich die Schön für mich Box für den Monat April mal wieder, endlich mal wieder nach langer Zeit, mal wieder gewonnen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die gewinne. Und die kamen heute an. Und da ich jetzt Zeit habe und Bock habe, jetzt zeige ich euch das. Aber vorher habe ich noch drei Sachen bei DM online bestellt. Zwei Basics, die ich eigentlich täglich benutze und am Ausgehen waren. Und ich hatte irgendwie keine Lust, um DM zu gehen. Und dann dachte ich mir, ich bestelle es einfach. Und eine Sache noch außer der Reihe. Oder ist Instagram dran schuld? Naja. Auf jeden Fall fange ich jetzt an, was das geht. Ist wahrscheinlich ewig und dann lädt es wieder 1000 Stunden hoch. Und zwar meine allseits, Gott, ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon nehme, hat immer mein Zahnarzt empfohlen, weil ich so empfindliche Zähne habe. Das ist die Elmex Sensitive Professional. Das ist die hier, die mit sanftes Weiß. So viel ich weiß, kostet die, oh Gott, jetzt habe ich den Preis nicht im Kopf, ich glaube zwischen 3 und 4 Euro oder so, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube so war es. Ist eine medizinische Zahnpasta für sofortige Schmerzlinderung bei schmerzempfindlichen Zähnen. Da ist Proagin drin. Und er hat mir, wie gesagt, mal meinen Zahnarzt empfohlen. Da habe ich mal eine Probe mitbekommen. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Sorten. Da gibt es noch Pro-Schmelz und die normale. Und eben dieses sanfte Zahnweiß. Und ich mag die sehr gerne. Die ist angenehm, ist nicht so scharf. Und die hilft. Also es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Ja, aber mit Sensodyne komme ich gar nicht klar. Das mag ich nicht. Die schmeckt total seltsam. So nach Zahnarzt, aber die gar nicht. Die schmeckt minzig frisch. Und ja, die habe ich mir da geholt, weil die ist bald leer, meine. Dann für die Fußpflege nehme ich jetzt nur noch die von Balea Med, diese Ultra Sensitive Fußcreme, das ist die, weil die, finde ich, die beste ist. Da ist kein Parfum drin, kein Farbstoff und nichts. Also die ist richtig sensitiv und die ist total angenehm. Also fast genauso wie die Handcreme, weil ich hatte ja mal so offene Stellen, raue Stellen, die wehgetan haben an den Händen. Da habe ich alles probiert. Jede Handcreme, von Neutrogena bis Balea, hat nichts geholfen. Und dann dachte ich, benutze ich die von Balea Med und das war perfekt. Und auch so ging es mit den Füßen, trocken wie eine Wüste. Seit ich das nehme, ist es ein bisschen besser geworden. Und ja, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ist es total angenehm, nach dem Fußbad die ganz dick einzucremen. Mega. Also wie gesagt, jeden Tag benutze ich die, weil die Füße können ja auch zum Körper und die sollte man auch pflegen, weil sonst werden die eben ganz rau und nee, das mache ich nicht so. Und deswegen musste die wieder mit. Und noch was, das ist eingepackt. Wahrscheinlich, dass es nie ausläuft, denke ich mal. Waschen, waschen, zack, und zwar habe ich die auf Instagram gesehen von Max Factor, die False Lash Effect XXL Mascara von Max Factor. Das muss eine neue auf jeden Fall sein. Die ist vegan und mit verträglichen Inhaltsstoffen. Also auch bei empfindlichen Augen kann man die nehmen. Und ja, da sind halt noch gute Inhaltsstoffe drin, wie gesagt, vegan. Und das hat mich total interessiert, weil ich das gesehen habe auf Instagram und die Wimpern von ihr waren dann, von der Person war dann richtig schön. Und dann dachte ich mir, die muss ich unbedingt testen. War ein bisschen pricey. Die kam mit 12 Euro irgendwas daher. Ist schon, habe ich für eine Drogerie-Mascara, ist es schon ein bisschen teuer, aber ich meine, für eine L'Oreal zahlt man jetzt auch nicht mehr. Und normalerweise habe ich ja eher so Mascaren so von Essence oder von Catrice vielleicht mal, aber die hat mich jetzt doch
gereizt, weil der Effekt sehr schön war, dieser False Lash Effekt. Und das mag ich. Und deswegen bin ich gespannt. Ich werde die testen und definitiv berichten, weil ich bin richtig gespannt, wie das ist. So, und jetzt kommen wir zur Schön für mich Box. Jetzt kommt nämlich der interessante Teil. Die ist so pink, aber in der Kamera sieht es irgendwie rosa aus. Komisch. Das ist viel heller, aber das ist dunkel, das Pink. Naja, whatever. Egal. Ein orangenes Bändchen. Das ist auch ein bisschen preisig etwas, aber nun denn. Egal. Falls ich ein bisschen daneben bin. Ich musste eine Migräne-Tablette einschmeißen. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ich habe Kaffee getrunken, aber wer Migräne leidet, der weiß das, glaube ich. Wie scheiße das ist. Naja. Dann ist so eine Karte dabei. Da steht, ich bin wundervoll. Von einfach war nie die Rede. Das ist schön. Eine richtig schöne Karte. Da steht da hinten Rossmann und schön für mich. Sehr schön. Schön zum Verschicken und Versenden. So, Ille. Jetzt haben wir hier das erste Produkt, ist eine Verwöhnmaske von Isana. Lass die Seele baumeln mit Hyaluron, Aloe Vera und zartem Vanilleduft. Oh, hier sieht hier aus. Oh, schöne Verpackung vor allem. Sehr schön. Nimm dir Zeit für das, was dich glücklich macht. Isana schenkt dir wertvolle Verwöhnmomente für eine kleine Auszeit zwischendurch. Sehr schön. Ist auch vegan, sehe ich hier. Sehr gut. Ah ja, die muss man nicht abwaschen, sondern nach 10 Minuten die Reste abnehmen, also, ne, und den Rest dann einmassieren, finde ich gut, weil das ist dann, ja, da habe ich dann mehr das Gefühl, dass ich dann die Inhaltsstoffe gut in die Haut mit, wieso mache ich eigentlich so, mit eindringen, das finde ich cool. Ja, das finde ich schön. Sehr schön. Vor allen Dingen Vanille. Ich liebe Vanilleduft. Ja, das kommt mir sehr, sehr gelegen. Und dann habe ich hier eine von For Your Beauty, ein Gesichtspeeling und ein Reinigungsschwamm. Mittlerer Peeling-Effekt, sanfte Pflege. Mit Bambusextrakt, pflanzlichen Peeling-Partikeln, Mandelöl und Vitamin E. Also das Peeling ist mit Bambusextrakt und das Reinigungsteil ist mit Mandelöl und Vitamin E. Ja, das ist das hier. Ja, auch sehr interessant. Werde ich testen. Das fühlt sich weich an auch von der Verpackung her. Ja. Ja, doch, ich werde es testen, definitiv. Auch wenn ich das jetzt nicht so mag. Ich hatte ja mal sowas, aber ich habe es dann nach einer Weile, wurde das dann, ja, es nutzt sich ja dann irgendwann auch ab. Dann ist das nichts. Aber. Ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance. Ist von For Your Beauty, wie gesagt. Ich glaube, die sind auch nicht so teuer. For Your Beauty ist jetzt nicht so teuer, glaube ich. Ich kenne mich ja jetzt nicht so im Rossmann aus, weil ich so selten dahin gehe. Ich bin dann eher so das DM-Girl, weil der Rossmann nicht so in der Nähe ist. Aber es ist interessant. Ja. Definitiv. Ist halt immer doof, dass ich keine Preise habe. Naja, kann man ja online oder so nachgucken. Das ist das. Oh. Dann habe ich hier was zu essen. Das sind von Genuss Plus Protein Balls. Okay, mit pflanzlichem Protein ohne Zuckerzusatz. Das sind diese hier. Auch interessant. Das sind Datteln mit Apfel, Kokosnuss und Himbeeraroma. Ah ja, auch nicht schlecht. Ist vegan. Ja, vegan, glutenfrei und laktosefrei. Da bin ich gespannt. Mal gucken, wie die schmecken. Ich hatte mal sowas ähnliches von DM. Wie hieß denn das? Das waren auch so Dattelbällchen. Und es war, aber man konnte immer nur eins davon kaufen, glaube ich. Die gab es einzeln nur. Und dann waren wir nach einem, waren wir schon richtig satt. Und die waren lecker. Mal gucken, wie die sind. Bin ich gespannt. Ich finde allgemein da Nüsse und so weiter von das gesunde Plus habe ich ja schon einiges gehabt. Ich finde, es ist lecker irgendwie, ne? Also kann definitiv in diesem Seewerber mithalten. Aber das ist schon gut eigentlich, ne?
Oh. Dann von Alterra Naturkosmetik habe ich hier irgend so ein Puder drin. Was ist das? Ah, das ist ein loser Mineralpuder in der 02 Honey mit Bio-Granatapfel. Extra cool. Da ist noch so ein Pinselchen mit dran. Ist ja süß. Ganz kleine Töpfchen. Wie viel ist da drin? 7 Gramm. Ach ja, das kann man gut aufbrauchen. Vor allen Dingen kann man das auch in Urlaub mitnehmen. Das bringt mir viel Platz. Sehr schön. Sehr gut. Aber sieht ein bisschen dunkel aus, der Puder. Sieht eher so, dass ich das als Bronzer nehmen könnte. Ist ein bisschen dunkel für meine Haut. Ich glaube, ich verwende das lieber als Bronzer. Also als ganz abpudern, glaube ich, das ist viel zu dunkel. Auch wenn das jetzt in der Kamera gar nicht so rüberkommt, aber es ist schon dunkel. Jo, aber süß. Mit dem Pinsel da, wie ist denn das dann? Ah, hä? Das ist am Deckel fest. Auch cool. Ja, schön. Jo. Ah, da musste ich der Letzte dran denken. An dieses Duft, mit diesen Duftstäbchen. Das ist von Pomol, wollte ich schon sagen. Ja, Pomol? Ja, Pomol. Ist auch so Pomol? Domol. Pomol. Ja, Parfum und Style Raumduft. Tropical Kiss. Genau. Das ist richtig geil. Das finde ich mega. Da hat man ja diese Holzstäbchen und dann dieses Duftöl oder was das ist, ne? Dieses Aroma. Boah, das ist so mega. Das riecht so gut. Boah, geil. Und Tropical ist cool. Das riecht bestimmt so nach Ananas, Pfirsich und so. Wie so eine Pina Colada. Mm. Cool. Und der Lash habe ich noch gedacht, ich könnte mir mal wieder sowas holen. Ja, cool. Haben die meine Gedanken erraten. Nicht schlecht. Exotischer Duft, das glaube ich. So eine Einstellung auf meinen Urlaub dann. Im September habe ich ja vor, ein paar Tage wegzufliegen. Da kann man sich schon mal so ein bisschen einstimmen. Weil ich bin gerade am Hotel raussuchen. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden. Aber Gran Canaria soll es werden diesmal. Für vielleicht ja 10 Tage oder so mal gucken. Und das kann ich mich schön einstimmen. Sehr schön. Finde ich gut. Jo. Kann mich nicht beschweren. Ah, davon hatte ich auch schon mal was. Von Sinnvoll. Alterra Naturkosmetik, ein Serum. Ui, das ist geil. Ein Serum mit Feigen-Kaktusextrakt. Ohne Schnickschnack, also ohne Farbstoffe, ohne synthetische Duftstoffe. pH-neutral ist, denke ich mal, auch vegan. Ja, ist auch vegan. Also super. Genial, die Verpackung ist ja mega süß. Cool, ein Serum. Ich liebe das, ja. Ich liebe Serien. Genial, es kommt wie gerufen. Super genial. Cool, einfach gut. Super, bin ich gespannt. Also, ja, 30 Milliliter. Ist ein leicht ausgleichendes Serum mit Aquatin und Hyaluron. Ah ja, schön. Schön, 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 schön. Cool. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ihr seht, ich... Okay, wo gehört das dazu? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Von Frosch. Ah, da hatte ich schon mal irgendwas... Von Frosch Sense, eine Pfefferminz-Sensitiv-Dusche. Hello Summer. Ah, von Frosch. Ja, genau. Mal gucken, wie das riecht. Ui. Mm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das riecht wie Kloreiniger. Mm. Nee. Mm-mm. Ich glaube, das benutze ich als Fußbad. Das riecht wie Kloreiniger, aber voll möhrig. Ich dachte jetzt gerade, ich rieche am WC-Stein. Nee, das riecht wie mein WC, wie meine WC-Kugel. Ah, nee, das finde ich gar nicht so gut. Boah, nochmal dran schnüffeln. Ugh, nee, das riecht echt wie mein WC-Stein. Nee, das geht gar nicht. Boah, nee, vielleicht weil es von, aber auch nicht, weil es jetzt so ein Frosch ist, weil Frosch gibt es ja Reinigungsmittel, ihr wisst ja, dieses Citrus Bad Spray, glaube ich, war das, dieses Kalk Spray. Nee, das riecht wie WC-Stein, wie diese, meine WC-Kugeln da. Oh, nee. Mm-mm. Bah.
Nee, das benutze ich als Fußbad. Sorry, aber das mit dem kann ich ja duschen, da küblich. Oh nee, ich will halt riechen wie ein WC-Stein. Oh Gott, Hilfe. Oh jemine. Schrecklich. Hier von For Your Beauty habe ich 1, 2, 3, 4 Mini-Pinzetten. Ja, das kann man immer irgendwie gebrauchen. Ja, ist jetzt ein gutes Basic. 4 Stück. Ja. Ist okay, hätten sein müssen, aber ist okay. Oh, das hasse ich ja. Das mag ich ja auch mit Feuchtigkeits-Peel-Off-Maske. Da ist so Glitzer drin von Selfie Project. Oh nee, das mag ich nicht. Das ist nichts für mich. Dieses Glitzer-Ding, da hatte ich schon mal so eine da. Das ging überhaupt nicht weg und dann habe ich Glitzer überall gehabt. Nee, das ist überhaupt nicht meins. Außer Peel-Off-Masken. Das war noch nie meins. Ich fand es so schmerzhaft. Nee, das kommt fort. Das mag ich nicht. Nein, nein. Dann von Rival de Loop einen veganen Nagellack. Oh, veganen Nagellack habe ich noch gar nicht. In einem schönen Roséton. Oh, steht es bloß nicht die Nummer. Auf jeden Fall ist es ein schöner Roséton. Ja, sehr schön. Ja. Finde ich cool, dass es da so einen veganen gibt. Okay, bis zu 85% natürlichen Ursprungs. Finde ich cool. Dann noch was zum Naschen von Natural Pam Ober Pamela Reif Nut Clusters Peanut Schoko. Without Cane Sugar, also ohne Zucker wahrscheinlich. Das sind diese hier. Da sind 25 Gramm drin. Das sind so Peanut Butter. Peanut. Peanut und Schokolade. Also Nuss, also Erdnuss. Ah ja, hier. Bio-Würfel mit Erdnuss, Erdnusspaste und Schokolade. Genau, ohne Zucker. Ja. Genau. Das sind bestimmt auch vegan oder so. Sind die vegan? Steht jetzt nicht dran, ob die vegan sind. Ah ja, doch, sind vegan. Schön, schön. Ja, da bin ich gespannt, wie die schmecken. Klingt auf jeden Fall gut. Jetzt habe ich noch 3 Produkte und dann sind wir damit durch. Dann habe ich einmal von Rival Loves Me eine Perfect Matte Make-up cremige Pudertextur für ein seidiges Hautgefühl. Das ist die 02 Natural, auch eine schöne Verpackung. Das ist ein das Rival Loves Me Perfect Matte Make-up sorgt für eine natürlich langanhaltende Mattierung ohne Maskeneffekt. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet. 30 ml, okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie ist denn da der Ton? Oh, kommt nur Öl raus? Hä? Okay, da kommt nur Öl raus. Hä? Wieso ist das so ölig? Ist das abgelaufen? Da kommt nur Öl raus. Okay. Hä? Ah, jetzt. Das war wahrscheinlich nur die erste Schicht. Ich wollte schon sagen, ist das abgelaufen. Okay, ja. Ja, der Ton ist ganz passabel. Ja, aber dass da so Öl rauskam als erstes, dachte, hä? Oh, das riecht wie... Das riecht wie eine Nivea-Creme. Total. Ja, wie so eine Nivea-Creme, die ich mal hatte. Ja, so riecht das. Ja, bin gespannt auf jeden Fall, aber das Öl war komisch. Naja, vielleicht war es so eine, naja. Was habe ich denn hier? Ah, das ist Lipgloss. Auch von Rival Loves Me Kiss Sable Lipgloss in einem durchsichtigen Ton, also ohne Farbe. Ah, da bin ich sehr gespannt. Schön Space of Success, die 01, ist ein durchsichtiger, ja, sehr schön. Und zum Schluss
haben wir noch von La Vera ein Eyebrow Styling Gel transparent mit so einer Bürste. Ja, das ist auch geil, das kann man immer gebrauchen, wenn man die Augenbrauen in Form bringen will. Ja, sehr schön. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also ich muss sagen, ich bin bis auf dieses Toilettenteil hier, was riecht wie ein Toilettenstein, eigentlich sehr zufrieden. Das Einzige, was ich vermisse, ist irgendwie dieser Zettel ist diesmal nicht dabei. Dieser Zettel da, ne, der ist nicht dabei. Da, wo die Produkte aufgelistet sind, ist diesmal nicht drin. Okay. Ja, gut. Ja, da stehen eh nie die Preise drin, von daher ist das auch egal. Ja, also ich bin ganz zufrieden, wie gesagt. Ich kann mit allem, sorry, was anfangen und freue mich aufs Testen von den Produkten, auch davon. Ich muss es erstmal abwaschen. Und ich hoffe,